Schön, freut mich, ja, schön. Freunde, herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem Video. Ich werde richtig gut gelaunt, ich hoffe natürlich. Ihr da draußen auch, falls nicht, liebe Freunde, ich meine, da ist die Tür, ihr könnt einfach rausgehen und euch einfach verpissen. Nein, Spaß, liebe Freunde, ihr seid natürlich alle herzlich willkommen. Falls ihr nicht so gut gelaunt seid, hoffen wir, dass ihr nach diesem Video vielleicht besser gelaunt seid. Ich hoffe, ich kann ein bisschen hier gute Laune verbreiten. So, am Ende des Tages, die Sonne scheint, ich bin gut drauf. Ich hoffe, ihr nach dem Video auch. Für alle, die mich noch nicht kennen, hi, ich darf euch herzlich begrüßen hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Cedric, ich bin 23 Jahre alt, komme aus Köln und nenne mich Cedo. Ja, so deshalb heißt mein Kanal Cedo Talk, you know, das ist so der Spitzname und so. Wow, kreativ. Liebe Freunde, eine neue Person ist schwanger und sie hat das, eine neue Person. Als wäre das so eine Produktion und jetzt ist jemand Neues schwanger geworden, jetzt wird ein neues Kind produziert. Nee, aber jemand ist schwanger geworden und hat das Ganze angekündigt und mit auf dem Bild drauf ist unser guter Freund Leon Content. Das hier ist das Foto, also diese Natalie hat sozusagen angekündigt, dass sie ein Kind kriegt und Leon ist mit auf dem Foto. Jetzt ist die Frage, ist Leon auch der Vater? Wäre auf jeden Fall interessant zu wissen. Sie hat ein Video veröffentlicht, wo sie darüber redet. Ich bin schwanger, habe ich Kontakt zu dem biologischen Vater des Kindes. Wir gucken rein ins Video, liebe Freunde. Lehnt euch zurück, macht es euch gemütlich, holt euch lecker Snacks und bitte gießt euch einen leckeren Tee ein. Das machen wir jetzt auch. Kanne, immer am Start. Dieses Gefühl von Entspannung, wenn man diesen Sound hört. So, das hätten wir geschafft, liebe Freunde. Macht euch gemütlich, wir gehen rein ins Video. Let's go. Hey Leute und herzlich willkommen zu meinem wahrscheinlich unprofessionellsten YouTube-Video aller Zeiten. Bitte seid nicht irgendwie sauer, wenn ich hier, ich weiß nicht, in welche Kamera ich gucken soll. Ich nehme das gerade mit meinem Handy einfach auf, weil meine Kamera im Auto ist, nicht geladen. Und ich weiß nicht, ob ich einfach auf den Bildschirm gucken soll oder in die Vorderkamera, die ich jetzt gerade noch nicht mal sehe, deswegen. So unprofessionell sieht es gar nicht aus, ich kann dich beruhigen, mach dir keinen Kopf, alles wird gut. Alles wird gut. Das ist ja auch egal, also der Grund, warum ich das Video mache, ist meine Schwangerschaft, mein Baby. Und ihr habt mir sehr viele Fragen gestellt, die ich jetzt teilweise beantworten werde. Ich werde nicht auf alles eingehen, das habe ich ja schon gesagt, aber ein paar Fragen werde ich auf jeden Fall beantworten und ich habe mir jetzt hier mal mein iPad geschnappt, weil mit meinem Handy nehme ich ja gerade. Junge, ihr iPad ist größer als mein Fernseher. Was gibt's denn für iPads? Hä, mein iPad ist so groß. So ganz normale Größe. Aber ihr ist es ja so. Wisst ihr, was ich meine? Video auf. Und boah, nur vom Reden kommt meine Kurzatmigkeit. Wie krass ist das bitte? Genau, also dann fangen wir jetzt erstmal an. Weißt du schon, was es wird? Nochmal herzlichen Glückwunsch erstmal. Dankeschön. Und also, ich weiß nicht, was es wird. Ich war beim Frauenarzt. Eigentlich habe ich eine Frauenärztin, aber mein Frauenarzt, der auch im Haus ist, der hat nur diese Special-Untersuchung gemacht, die irgendwie 40 Minuten geht oder so. Und das hat die Frauenärztin nicht gemacht. Und der war irgendwie so ein bisschen, ich weiß nicht, er hat irgendwelche Witze gemacht und so. Deswegen, er hat irgendwann so gesagt, obwohl ich ihm gesagt habe, ich möchte das nicht wissen. Und er meinte so, ja, er darf das sowieso noch nicht sagen, weil das war, glaube ich, damals die 13. Woche, in der ich war, weil man das irgendwie erst ab der 14. oder 15. Woche sagen darf, das Geschlecht. Aber irgendwie meinte er dann, also er darf das sowieso noch nicht sagen, aber irgendwann meinte er dann so, ja, es sieht sehr blau aus. Aber jetzt keine Ahnung, ob er mich da verarscht hat oder nicht. Was ist das denn für ein scheiß Frauenarzt? Also sorry. Hey, hat sie gerade gesagt, er hat sie angemacht? Ich würde direkt Frauenarzt wechseln oder ich würde das halt direkt melden. So, was ist das denn? Wenn du sagst, du willst es nicht wissen und er sagt dann, es sieht sehr blau aus und lässt dich da mit so einem komischen Gefühl rausgehen, dass du nicht weißt, ob's jetzt... Hä? Hä? Was ist das denn? Ich würde direkt wechseln. Ich weiß es nicht, aber ich habe im Vorfeld gesagt, ich möchte es sowieso nicht wissen. Deswegen, ich weiß es auch nicht zu 100%. Ja. Aber ich habe jetzt bald den nächsten Frauenarzttermin und ich denke, dann werde ich das sowieso... Also, was heißt erfahren? Nicht erfahren, sondern ich will ja so eine Genderparty machen, deswegen werde ich das auf so einen Brief schreiben lassen und dann, ja, Freunden geben, die das dann, die dann halt diese Ballons, wisst ihr, diese Ballons verstellen, wo dann entweder rosa oder blau drin ist, weil ich will. Und da, an der Stelle muss ich nochmal was sagen, das hat absolut nichts damit zu tun, dass ich irgendwie mein Kind vermarkten möchte oder sonst was. Ich finde einfach nur so diese Gender-Reveal-Partys richtig cool, richtig schön und, ja,
Genau, also es hat nichts mit Vermarktung meines Kindes zu tun. Ich weiß nicht warum, aber Gender Reveal Partys finde ich, ja, an sich, also ich finde es nice, aber ich würde es irgendwie, egal, ob ich Person des öffentlichen Lebens wäre oder nicht, ich würde es irgendwie so privat machen. Ich würde es so für den privaten Moment festhalten. Ich glaube nicht, dass ich da so ein großes Ding draus machen würde. Ich weiß nicht, so kann man sich drum streiten, aber ich glaube, es ist ein schönerer Moment, wenn man sich einfach mit Familie, Freunden zusammentrifft. Es wird so ein bisschen was aufgebaut, ein bisschen was vorbereitet und dann, ja, wird halt announced, welches Geschlecht das ist und danach isst man noch Kaffee und Kuchen zusammen, stoßt ein bisschen an. Das finde ich irgendwie süßer, als da ein riesen YouTube-Video draus zu machen und zu gucken, wer das geilste, die größten Luftballons platzen lässt und wer die krassesten, keine Ahnung, Reveals macht. Ja, dann machen wir weiter mit der nächsten Frage. In welchem Monat bist du jetzt Maus? Also ich habe das extra noch nicht gesagt, weil ich das im YouTube-Video sagen wollte. Ich bin ab heute im 5. Monat, also in der 17. Woche. Irgendwie, ich war so confused, weil ich hab ja diese App, wo halt alles mögliche über Schwangerschaft drin steht, wie sich das Baby entwickelt etc. Und dann habe ich so gesehen, ja, ey, heute 17. Woche. Und dachte so, Moment mal, bin ich dann immer noch im 4. Monat? Hab dann so meine Hebamme geschrieben, sie so, nein, du bist jetzt im 5. Monat. So, mein Gott, das hört sich schon so krass an, so 5. Monat, so, bald ist es soweit. Nein, dauert noch, ne, aber wisst ihr, was ich meine? Und genau, also 5. Monat, ich finde, man sieht auch, also ich glaube, manche haben mir geschrieben, dass sie sogar denken, dass ich noch weiter bin. Weiß ich, ob man das jetzt hier so richtig sieht, wegen dem dunklen Hintergrund, aber also ich habe auf jeden Fall schon ein kleines krass Bäuchlein. Einfach ein Baby. Wirst du das Baby alleine großziehen? Leute, ich weiß, dass sehr viele sich die Frage stellen, so, macht sie das wirklich alleine? Ist da irgendwie ein Partner? Hat Leon gespendet? Hat jemand anders gespendet? Stimmt, sie ist Dings. Sie ist lesbisch, ne? Jetzt kommt es mir auch gerade. Oder B, ich will mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Auf jeden Fall steht sie, glaube ich, nicht auf Männer. Und jetzt geht sie gerade darauf ein, ob Leon Content gespendet hat. Auch krass. Das sind einfach Fragen, auf die ich nicht eingehen möchte. Und ich hoffe, dass ihr das versteht. Einfach aus dem Grund, für mich ist das schon mal ultra das große Ding, dass ich das überhaupt mit der Schwangerschaft öffentlich mache. Und ich möchte nicht alles in die Öffentlichkeit ziehen. Deswegen, das, was ich euch sagen kann, ist, dass ich das Baby alleine großziehen werde. Natürlich, ich bin auch vorhin in meiner Story darauf eingegangen, natürlich ist das schöner, wenn man einen Partner oder eine Partnerin hat. Aber das habe ich auch vorhin in der Story gesagt, ihr habt niemals die Garantie, dass wenn ihr einen Partner oder eine Partnerin habt, dass ihr dann, keine Ahnung, für immer mit dieser Person zusammenbleibt und das Kind dann auch zusammen großzieht. Ja, meine Hebamme hat mir auch gesagt, dass voll viele Väter die Frauen dann halt einfach verlassen, weil es irgendwie zu viel wird in der Schwangerschaft oder dann, wenn das Baby da ist. Ist aber auch eine krasse Aussage, direkt da sozusagen, ja okay, es trennen sich eh so viele Leute, man kann eigentlich davon ausgehen, dass man sich trennt, deshalb, so, das ist auch eine schwierige Aussage. Ich würde eher so mit der Einstellung rangehen, so, yo, ich glaube daran, dass wir für immer zusammenbleiben und fertig. So, man denkt gar nicht ans Trennen oder so, wisst ihr, wie ich meine? Das ist, weil das Baby am Anfang, so, man muss sich dessen bewusst sein, das ist ein neugeborenes Kind, so, das wird jede Nacht stundenlang schreien und das hat Hunger, so, und da muss man die Windeln wechseln und dann hat man vielleicht nicht mehr so viel Zeit für sich selbst. Und ich glaube, also so wie mir das jetzt erzählt wurde, auch von Bekannten und so, dass halt Väter sehr oft damit überfordert sind und dann halt sogar wirklich die Frau verlassen. Aber ich schweife voll vom Thema ab. Also Fakt ist einfach, ich werde das Kind, Stand jetzt, natürlich kann sich alles immer ändern, ne? Also vielleicht treffe ich ja morgen meinen Traumpartner oder meine Traumpartnerin. Okay, sie redet auch immer von Traumpartner, also ist sie wahrscheinlich bi, oder? Ich habe keine Ahnung, ich habe sie leider nicht so verfolgt. Vielleicht kann man das auch schnell googeln. Ach, die ist von Berlin Tag und Nacht. Steht auf Frauen. Hier steht wieder Lesbe drauf, keine Ahnung. Wir werden es nie herausfinden, liebe Freunde. Zumindest heute nicht. Obwohl, irgendjemand von euch weiß es bestimmt und wird es in die Kommentare schreiben. Danke schon mal an der Stelle. Aber Stand jetzt ist, dass ich mein Kind alleine großziehen werde. Genau. Du hast keine Partnerin, oder? Nein, also das habe ich ja eigentlich schon jetzt in der anderen Frage jetzt beantwortet. Ich bin Single, ich habe
Niemanden, genau. Liebes, wann kriegst du das Geschlecht erfahren? Also wahrscheinlich, wann erfährst du das Geschlecht? Wann gibt es eine Babyparty? Also wie gesagt, das Geschlecht darf man, so wie ich das jetzt gehört oder ne, wie mir das der Frauenarzt gesagt hat, darf, wenn das Baby das Geschlecht zeigt, ne, darf man das ab der 14. oder 15. Woche erfahren. Aber wie gesagt, ich möchte das sowieso erst bei meiner Gender-Reveal-Party zu 100% erfahren. Und diese Party wird, schätze ich mal, also ich fange jetzt an zu planen schon, aber ja, ich denke mal so in zwei, drei Monaten werde ich diese Party machen. Und ich freue mich schon richtig drauf, wirklich, das wird voll schön. Hast du schon nach? Voll süß, man sieht ihr voll an, dass sie sich schon sehr drauf freut und das ist sehr cute. Liebe Freunde, und ich finde es auch stark, dass sie das alleine durchzieht und sich dafür entschieden hat. Voll geil. Ideen? Ja, tatsächlich, also wenn es ein Mädchen wird, habe ich schon eigentlich seit, ich glaube mittlerweile wirklich Jahren, den Namen, den ich meinem Mädchen geben würde. Und wenn es ein Junge wird, habe ich jetzt auch mal nachgedacht und bin eigentlich auch schon zu einem Namen gekommen, aber noch nicht so zu 100%. Also mal schauen. Das Ding ist, ich habe mir ja auch ein Mädchen gewünscht, aber trotzdem ist es natürlich so, Hauptsache das Kind ist gesund, egal ob Mädchen oder Junge. Ja, das ist mein Baby natürlich, ne? Also egal welches Geschlecht, man wird das Kind, glaube ich, so krass lieben. Das ist echt heftig. Hattest du Übelkeit? Ja, ich hatte richtig krasse Übelkeit. Also wirklich, das war... Ich dachte, vielleicht sagen jetzt manche so, ich übertreibe, aber es ist ja auch bei jeder Frau unterschiedlich, ne? Deswegen, ich dachte wirklich, ich sterbe. So, ne? Ich lag hier im Bett, ich bin um 5 Uhr, wirklich immer so plus, minus 10, 15 Minuten, 5 Uhr aufgewacht und habe mich übergeben. Ich habe mich übergeben, ich habe mich übergeben, ich habe mich übergeben. Ich konnte nicht mehr, wirklich. Boah, stelle ich mir sehr schlimm vor. Puh. Wenn es dir so schlecht geht, das letzte Mal, dass es mir so ranzig ging, war auch wegen Roni, dass ich so Schüttelfrost hatte und so. Und da war ich schon so, boah, das ist schon next level nervig. Aber das klingt nochmal schlimmer auf jeden Fall. Ich wusste nicht mal, wie ich mit Mac spazieren gehen sollte. Ich habe mich teilweise draußen übergeben. Ich dachte, ich kipp um, mir wurde schwarz vor Augen. Ich hatte halt, und das muss ich auch ehrlich sagen, gar keine Unterstützung. Also Leon war leider zu dem Zeitpunkt nicht da, der war beruflich unterwegs und ich habe ja, wie viele wissen, nicht wirklich so viele Freunde und auch keine Familie hier. Und ich hatte halt wirklich absolut keine Unterstützung und das wäre, glaube ich, so der Zeitpunkt gewesen, wo ich mir gedacht hätte, boah, ich brauche wirklich jemanden. Ich habe versucht aufzustehen, wie gesagt, mir wurde schwarz vor Augen, ich habe mich die ganze Zeit übergeben, selbst als nichts mehr kam, so als nur noch so Magensäure kam, sorry Boah, Leute. Das klingt wirklich gar nicht nice, Alter, tut mir richtig leid. Diese Details jetzt, aber selbst dann hatte ich noch die ganze Zeit diesen Brechreiz. Ich konnte allein Kleinigkeiten, so kleine Sachen wie die Spülmaschine aufmachen, obwohl das, ich habe so Pads drin, das riecht nicht eklig, so wisst ihr, was ich meine? Ich hätte fast in meine Spülmaschine gekotzt, so, ne? Kühlschrank aufmachen. Mir wurde schlecht. Parfüm drauf, Deo. Also es war wirklich richtig, richtig schlimm. Und selbst nach 12 Wochen, wo alle meinten, oder ne, die Leute, die halt Bescheid wussten, gesagt hatten, okay, nach 12 Wochen geht das vorbei, hatte ich immer noch diese krasse Übelkeit. Und dann hat meine Hebamme gemeint, bei ihr war das, glaube ich, auch noch so bis zur 14. Woche. Und ja, jetzt ist es auch nicht mehr so bei mir, dass ich jetzt mich die ganze Zeit übergebe. So, ich habe immer noch diese Übelkeit, wenn ich irgendwas rieche. Also das ist auch so krass, ne Leute? Auf 200 Meter Entfernung gefühlt, so rieche ich, wenn jemand raucht. Das ist echt richtig, richtig heftig. Und dann kommt es mir halt so hoch. Also jetzt nicht mehr, dass ich wirklich mich übergeben muss, aber es kommt auf jeden Fall hoch. Also ja, und mit der Übelkeit, das war echt... Da hätte ich mir wirklich, wirklich, wirklich Unterstützung gewünscht, aber ich glaube, tut mir gerade richtig leid, dass sie so erzählt und dass niemand da war. Das tut mir gerade richtig leid. Weil ich bin auch ein Mensch, ich habe auch wenig Freunde, ich halte meinen Freundeskreis sehr klein. Ich lasse tatsächlich, würde ich schon behaupten, wenig Menschen an mich ran. Und ja, wie soll ich sagen, also connecte nicht mehr so krass wie vor ein paar Jahren. Weil man wird älter, man hat Fehler getan, man hat Fehler im Freundeskreis getan, man hat, ne? Und dann geht man an die ganze Sache vorsichtiger ran. Deshalb ist mein Freundeskreis auch sehr klein. Und manchmal denke ich mir auch so, eigentlich hätte ich gerade Bock, was essen zu gehen, aber der und der hat bestimmt keine Zeit.
wen soll ich dann jetzt fragen? Voll weird, so, wisst ihr, was ich meine? Also, ihr seid nicht allein mit dem Problem, wenn ihr euch denkt, so, boah, ich habe wenig Freunde. Und eigentlich, verhältnismäßig, ist das auch ein gutes Zeichen, wenn man nicht allzu viele Freunde hat. Also nicht immer, ne? Keine Frage. Du kannst auch wirklich viele Freunde haben und die sind alle loyal und alle toll. Aber das ist schon der Ausnahmefall, dass es so ist. Deshalb für alle, die sich gerade denken, boah, mir geht's ähnlich, ich bin in der ähnlichen Situation, macht euch da keinen Druck, macht euch keinen Stress. Es ist eher normal, wenige Freunde zu haben, anstatt viele zu haben. Deshalb. Zeit hat mich so geprägt in meinem Leben, aber auch so stark gemacht, weil ich war immer so ein Mensch, ich dachte so, okay, ich brauche Menschen in meinem Leben, ich brauche irgendwie Freunde, ich brauche Familie, ich brauche eine Partnerin oder einen Partner in meinem Leben. Aber das hat mir gezeigt, ey, so in der schlimmsten Zeit deines Lebens, sage ich mal, oder was heißt schlimmste Zeit? Ich dachte eigentlich immer so, ne, also als meine Mama gestorben ist, das war schon die schlimmste Zeit, aber jetzt diese Zeit, muss ich euch ganz ehrlich sagen, auch emotional und alles, das war auch sehr, sehr hart, aber es war keiner da. So, es war keiner wirklich da. Natürlich hat man so oberflächlich mal dieses Jahr, und wie geht's? Und, aber so wirklich, dass jemand so hier vor Ort war und gesagt hat, hey, so, ich helfe dir jetzt und wir machen das und keine Ahnung, kann ich dir irgendwie unter die Arme greifen? Literally. Gar nicht. Und diese Zeit hat mich so krass geprägt, dass ich jetzt mir so denke, ey, ich bin so krass stark, ich kann wirklich alles schaffen, wirklich alles schaffen. Das ist auch der Grund, warum ich, die Frage kommt bestimmt gleich auch sehr noch. Beziehungsweise ich kann sie jetzt auch beantworten, weil ich habe die Frage sowieso gesehen. Hast du Angst vor der Geburt? Ich habe keine Angst vor der Geburt, wirklich 0,00000. Und also ich möchte eine Hausgeburt haben, das heißt, so, ich will mein Kind zu Hause bekommen. Nicht im Krankenhaus oder in, wie heißt das andere nochmal, Geburtshaus? Genau. Ich möchte mein Kind zu Hause bekommen. Ich habe wirklich absolut gar keine Angst davor. Wenn jetzt meint, klar, es kann jetzt sein, dass manche sagen, ey, das ist voll unverantwortlich und so. Nein, finde ich nicht. Ich habe auch schon mit den Hebammen geredet und auch mit meiner Ärztin und so. Es ist dann halt so, dass eben zwei Hebammen vor Ort sind. Im Fall eines Falles kann sich die eine halt um die Mama und die andere um das Kind kümmern. Sobald die Geburt anfängt, wird natürlich auch das Krankenhaus, das in der Nähe ist, informiert, dass wenn was sein sollte, man da wirklich, also man wird halt angemeldet, man da wirklich innerhalb von Minuten hingebracht wird und handeln kann und so. Und ich hoffe, dass sie mich dafür jetzt nicht verurteilt, aber ich möchte mein Kind einfach nicht im Krankenhaus bekommen. So, und ich habe auch wirklich gar keine Angst vor der Geburt, absolut gar keine Angst. Krass. Auch, also ich habe mich damit noch nie so richtig auseinandergesetzt, wann man eine Hausgeburt hat, wann nicht und was besser ist, was sicherer ist und wie auch immer. Aber ich finde es krass, dass sie so knallhart entschieden schon ist und so weiter, liebe Freunde. Das ist echt stark. Ich wünsche dir da echt alles Gute. Das Video von ihr geht auf jeden Fall noch gute 15 Minuten. Falls ihr das zu Ende anschauen wollt, geht mal unten auf den Link in der Beschreibung, dann kommt ihr zu ihrem Video. Könnt ihr da gerne abchecken, liebe Freunde. Shoutouts gehen raus auf jeden Fall. Sehr, sehr interessantes Video soweit. Ich wünsche dir alles Gute für die Schwangerschaft auf jeden Fall. Lass es krachen. Weiß nicht, ob man das bei einer Schwangerschaft sagt, aber lass es krachen. Und liebe Freunde, wir sehen uns morgen wieder beim neuen Video, würde ich sagen. Um 14 Uhr hier auf dem Kanal. Abonniert gerne, aktiviert die Glocke, würde mich sehr freuen. Ich küsse eure Herzen. Bis morgen. Bis dahin, haut rein. Ciao. Guck, ich tanze tropisch. Guck, ich tanze tropisch. Guck, ich tanze tropisch. Ja, der Pegel utopisch. Guck, ich tanze tropisch.